Thank you.
Wir beginnen morgen die drei letzten Sonntage des Kirchenjahres und die Friedensdekade, in der besonders für den Frieden gebetet wird. Wie geht es mit uns weiter? Wie geht es mit dieser Erde weiter? Das sind die Fragen des Ende des Kirchenjahres und auch des Anfang des Kirchenjahres im Advent. Ist das das Thema? Gott kommt in diese Welt. Aus dem 17. Kapitel bei Lukas. Als Jesus von den Pharisäern gefragt wurde, wann das Reich Gottes komme, antwortete er: Das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten könnte. Man kann auch nicht sagen, seht, hier ist es oder dort ist es. Denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Er sagte zu den Jüngern: Es werden Tage kommen, in denen ihr euch danach sehnt, auch nur einen von den Tagen des Menschensohnes zu sehen. Doch ihr werdet ihn nicht sehen. Und man wird zu euch sagen: Siehe, dort ist er. Siehe, hier ist er. Geht nicht hin und lauft ihnen nicht hinterher. Denn wie der Blitz von einem Ende des Himmels bis zum anderen leuchtet, so wird der Menschensohn an seinem Tag erscheinen. Vorher aber muss er vieles erleiden und von dieser Generation verworfen werden. Und wie es in den Tagen des Noach war, so wird es auch in den Tagen des Menschensohnes sein. Die Menschen aßen und tranken und heirateten bis zu dem Tag, als Noach in die Arche ging. Dann kam die Flut und vernichtete alle. Und es wird ebenso sein wie in den Tagen des Lot. Sie aßen und tranken, kauften und verkauften, pflanzten und bauten. Aber an dem Tag, als Lot Sodom verließ, regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel und vernichtete alle. Ebenso wird es an dem Tag sein, an dem der Menschensohn offenbar werden wird. Du zeigst dir, Herr, den Weg zum Leben. Vor deinen Armen Gesicht ist Freude in Fülle. Du zeigst dir, Herr, den Weg zum Leben. Vor deinen Armen Gesicht ist Freude in Fülle. Mein Herr bist du. Mein ganzes Glück bist du allein. Vor deinem Angesicht ist Freude und Friede. Ehre den Vater, ehre den Sohn, ehre den Heiligen Geist. Du zeigst mir, Herr, den Weg zum Leben. Vor deinem Angesicht ist Freude im Frieden.
Vater unser im Himmel,
bitten dich, öffne uns für dein Kommen, damit wir deine Herrlichkeit sehen und dein Licht hineintragen in unsere Welt. Das bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn und Bruder.